Der Wechselkurs. Was ist der Wechselkurs? Mit Geld kann man nicht nur Spielsachen kaufen, sondern auch Geld anderer Länder. Zum Beispiel kann man mit Euro Schweizer Franken kaufen. Wie viel welches Geld kostet, erkennt man an den aktuellen Wechselkursen. Ein Wechselkurs ist im Prinzip nichts anderes als der Preis, der bezahlt werden muss, um anderes Geld zu kaufen. Ist das gleich viel? Für 20 Euro bekommst du nicht 20 Franken, sondern 20 Franken und 70 Rappen. Der Grund dafür ist, dass der Schweizer Franken mehr Wert als der Euro hat. Der Wechselkurs ist jedoch nicht immer konstant derselbe. Das heißt, dass die Währungen manchmal mehr oder weniger Wert haben. Wechselkurse werden am Devisenmarkt, das sind Guthaben, in einer ausländischen Währung bestimmt. Sie sind immer unterschiedlich, zum Beispiel durch Angebots- und Nachfrageunterschiede. Der Warenhandel steuert die Nachfrage nach Währungen. Die Wechselkurse werden auf einem Diagramm festgehalten. Bei jeder Währung ist der Wechselkurs jedoch wieder ein anderer. Zum Beispiel bei den tschechischen Kronen ist ein Schweizer Franken gleich viel wert wie 25,17 tschechische Kronen. Jedoch muss auch das Verhältnis stimmen. In Tschechien kostet zum Beispiel ein Brot 19 tschechische Kronen und bei uns nur 5 Franken. Zusammengefasst, ein Wechselkurs ist der Preis, der bezahlt werden muss, um Geld in einer anderen Währung zu bezahlen. Danke, dass ihr unser Video gesehen habt und wir hoffen, dass ihr nun wisst, was der Wechselkurs ist. Der End.